Ich muss für meine letzte Mütterstation nach Babel. Unterwegs komme ich zufälligerweise an noch einem Bauwerk von ihm vorbei, dem Inselparadies. Ein ehemaliges Restaurant am Strand von Babel. Mein Ziel aber ist das Cliff Hotel. Zu DDR-Zeiten war es absolutes Sperrgebiet und wurde streng bewacht. Es war exklusiv den Mitgliedern des Zentralkomitees der SED vorbehalten. Hier gingen DDR-Parteigrößen und Staatsgäste aus dem Ausland ein und aus. Für die exklusiven Gäste gab es schon damals allen möglichen Luxus. Sogar einen Fahrstuhl runter zum Strand. Das ist heute noch so, allerdings steht das Hotel jetzt allen Gästen offen. Und ich ziehe im Cliff Hotel heute ein paar Bahnen unter einem Ulrich-Mütter-Himmel. Aber das Schwimmbad ist nicht der einzige Schatz aus vergangenen Tagen. Im Cliff Hotel gibt es auch noch ein altes Kino. Alle zwei Wochen werden Filme jenseits des Mainstreams gezeigt. Das Programm ist aktuell, die grünen Sessel aber sind ein Relikt aus Honeckers Zeiten. Organisiert wird das Ganze von einer Handvoll Ehrenamtlicher vom Verein Lichtspiele Sassnitz. Es kommen nicht nur Hotelgäste, sondern vor allem Rüganer. Christian Schmidt ist hier der Filmvorführer. Heute ist auch beim Film alles digital. Scheibe rein, fertig. Na dann, Film ab. Und ich muss jetzt auch mal langsam rauskommen aus diesem schönen Schwimmbad. Ich möchte Christian Schmidt mal kurz treffen. Der wurstelt noch im Kino herum. Vorführraum des Kinos. Wahnsinnig altertümlichen Maschinen. Christian Schmidt, wie alt sind die? Die sind von Baujahr 78. Die hat man hier mit eingebaut, als man dieses Haus gebaut hat. Das war ja das Ferienheim des ZK der SED. Hm. Das war damals Standard, dass sowas in so einen Saal mit reinkam. Also als wir beide im Kino waren, haben hinten die Filmvorführer solche Maschinen gehabt? Nicht nur als wir im Kino waren als Kinder, sondern bis vor ungefähr 3 Jahren wurden Filme in jedem Kino mit, na nicht mit so einem alten, aber 35 mm war das gängige Format. Film einlegen, das sitzt bis heute. Denn Christian Schmidt ist staatlich geprüfter Filmvorführer. Ach so, und da unten wickelt sich's auf. Genau, und die Projektoren haben wir vor 5 Jahren wiederentdeckt. Da stand hier alles noch an seinem Platze, ist 20 Jahre nicht benutzt worden und es funktioniert alles. Und noch etwas funktioniert. Und das klingt ganz wie früher. Schön. Ein klassischer Ufergong. Christian Schmidt ist übrigens nicht nur ehrenamtlicher Filmvorführer. Seine zweite Leidenschaft sind alte DDR-Motorräder. Das hier ist eine AWO, Baujahr 1958. Und damit macht er sich jetzt auf den Weg nach Prora. In Prora, nördlich von Binz, waren zu DDR-Zeiten abertausende Soldaten untergebracht. Die Kaserne war einer der größten Militärstandorte in Ostdeutschland. Hier war auch Christian Schmidt stationiert. Allerdings war er kein Armeesoldat, sondern ein sogenannter Bausoldat. Das gab es nur in der DDR. Denn den Wehrdienst verweigern durfte man nicht. Christian Schmidt war Pazifist. Er konnte sich nicht vorstellen, auf Menschen zu schießen. Mein Vater war evangelischer Pfarrer. Und bin natürlich so aufgewachsen mit diesem pazifistischen Weltbild. Mein Vater ist mit 16 Jahren direkt zur deutschen Wehrmacht eingezogen worden, hat die Bombardierung von Dresden erlebt. Und der hatte seine Prägung da weg. Also als Kinder durften wir nicht irgendwie Schießen spielen. Cowboy und Indianer ging gerade noch so. Aber wenn er gesehen hat, dass da Kinder so getan haben, als ob sie aufeinander schießen, das hat er sehr schwer ertragen. Wo heute die frisch renovierte Jugendherberge ist, waren damals die Bausoldaten untergebracht. Sie mussten alle schwer arbeiten.
zum Beispiel beim Bau eines Fährhafens helfen. Bausoldaten galten als feindlich negative Kräfte. Sie wurden von der Stasi abgehört und waren häufig den Schikanen der Offiziere ausgesetzt. Wir haben uns gefühlt wie im Knast. Bei uns wurden die Zimmer zwar nicht abgeschlossen, das Gelände selber, den Zaun, da liefen Wachposten. Und die hatten jeden daran zu hindern, das Gelände zu verlassen. Notfalls mit Waffengewalt. Die Wachposten von damals sind schon lange weg. Aber Christian Schmidt kehrt regelmäßig nach Prora zurück. Heute macht er nämlich Führungen durch das Dokumentationszentrum. Da erzählt er den Besuchern von der wechselhaften Geschichte des Monstrums. Das ehemals fast 5 Kilometer lange Gebäude war eine Idee der Nationalsozialisten. 20.000 Menschen sollten hier gleichzeitig Urlaub machen. In zeitgleichen Abständen ein Artikel vor, wo dann alles sehr gelobt wurde. Natürlich nur stramme Nazis. Doch so weit kam es nicht. Denn zu Kriegsbeginn stand lediglich der Rohbau. Die Planungen aber waren schon weit gediehen. Es gab sogar Musterzimmer. In jedem Zimmer sollten maximal 3 Personen untergebracht werden. 2 vollwertige Betten, eine Couch, da hätte zur Not ein Kind drauf schlafen können. Aber 2 Zimmer miteinander verbindbar. Und wenn man die Tür dann aufmacht, da hat man einen völlig identischen Nachbarraum daneben. Und dann hätte man bis zu 6-köpfige Familien in 2 Zimmern unterbringen können. So hat man sich das vorgestellt. Man hat die gesamten Gebäude an der Küstenlinie gleichzeitig hochgezogen. Und so sah es dann im September 1939 aus. Das war also kurz vor Einstellung der Bauarbeiten. Und in diesem Zustand blieben die Gebäude bis nach dem Krieg stehen. Ab 1952 begann dann der Ausbau. Und zu diesem Zeitpunkt ist das ganze Areal dann auch eingezäunt worden. Man hat zu DDR-Zeiten nicht darüber geredet, welchen Ursprung dieses Gebäude hat. Da war einfach ein Zaun drumherum. Und wenn Sie eine alte DDR-Karte aufschlagen, haben Sie hier eine grüne Wiese, witzigerweise mit 2 Bahnhöfen. Ansonsten sehen Sie hier so Bilder aus den ersten Jahren, als das hier Kaserne war. Sie sehen hier Männer beim Waffenreinigen auf dem Flur. Und es gab hier zum Anfang auch noch Schlafsäle für bis zu 70 Mann. Sie wissen alle, wer das ist, ne? Ja. Wenn Schülergruppen hierher kommen, das ist immer ganz interessant. So 10. Klasse oder Gymnasiasten, 12. Klasse, können wir mal den Namen nicht sagen. Erich Honecker in Begleitung von Ami-General Heinz Hoffmann. Und die stehen genau vor dem Gebäude, in dem wir uns befinden. Wir sind gerade hinter diesen 4 Fenstern. Und das waren alles Unterrichtsräume. Das war eine militärtechnische Schule. Ansonsten war das alles hier militärisches Sperrgebiet. Das ist der Bereich von 1962 bis 1982, wo Fallschirmjäger waren. Und die Fallschirmjäger haben oben im Nordabschnitt immer ihr Übungsgelände gehabt, in den Ruinen. Die Ruinen im Norden stehen zum Teil immer noch. Man hat sie einfach der Natur überlassen. Drumherum ist ein großer Zaun. Im Block 3 ist das Dokumentationszentrum untergebracht, wo Christian Schmidt seine Führungen macht. In Block 2 und 1 sollen Luxuswohnungen entstehen. So wird nach all den Jahren aus Prora doch noch ein Urlauberdomizil. Nur viel komfortabler, als die Nazis das seinerzeit geplant hatten. Damals waren nur Gemeinschaftsduschen vorgesehen, alle 40 bis 60 Meter. Wenn wir heute das uns anschauen, würden wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine Dusche und laufen nicht den ganzen Gang entlang. Also heute, ich verstehe auch gar nicht, dass heute die Leute noch hier eine Ferienwohnung kaufen, muss ich ehrlich sagen. Denn das ist trotz allem noch bedrückend. Christian Schmidt aber hat sich freigemacht von der düsteren Vergangenheit dieses Ortes. Über die, die ihm damals das Leben schwer machten, hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes erhoben. Ich habe mir früher eigentlich geschworen, ich will hier nie wieder her. Aber manchmal ist das komisch, ist so eine Art Hassliebe. Und nun bin ich wieder hier und führe Leute hier über das Gelände. Und erzähle ihnen auch ein Stückchen von dem, was ich hier erlebt habe. Ich will dieses Gebäude auch ein Stückchen entmystifizieren. Und ich denke, das ist so mein Beitrag, mit dieser Vergangenheit auch umzugehen, mit diesem Erlebten hier. Und davon auch loszulassen. In unmittelbarer Nähe der Ostsee befindet sich die Prora Wiek.
Das ist ein bewaldeter Höhenzug, nach dem das Gebäude in Prora benannt ist.